Papa. Nein, Papa, nein. Lecker, lecker. Wie soll ich das dann hin? Oh, Papa. Das war die Eierkuchenrunde heute. Mann, ich bin so satt, ich kann nicht mehr. Trampolin hier. Cool. Oh yeah. Oh yeah. Cool. Ja, Papa, so. Du da nicht raus. Die Kinder sind natürlich alle schon raus. Kinder sind alle wach. Tommy natürlich noch nicht. Papa. Wow. Na, dann stehen wir mal auf. So, ich muss raus hier aus der Bude. Sieht schlimmer aus, die Wohnung wieder. Ja, aber so ist es. Was soll ich machen? Papa. Ja, was macht ihr da? Wir trinken einen Kakao. Na? Wir trinken einen schön heißen Kakao. Wow. Und die Teddys sind dabei. So, liebe Leute, auf zum Bäcker. Brötchen holen jetzt. Bleib wieder da. Total heiß. Total heiß. Brötchen. Ah, Frühstück. Ganz lecker. Kiste. Tommy holt eine Kiste. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja, 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 ja. Das ist die Aufräumkiste nämlich. Aufräumkiste. So, das ist die Aufräumkiste. So ist die Reaktion, wenn Papa die Aufräumkiste holt. Totale Panik im Kinderzimmer. Aber sie räumen nicht auf. Wenn die Mädels nicht aufräumen und alles nur runterschubsen, nicht ordentlich aufräumen, wird jetzt die Aufräumkiste geholt. Nein. Doch. Die Kiste ist da. Wo sind die Kinder? Wo sind die Kinder? Wo sind die Kinder? Wo sind die Kinder? Der Papa zieht sich die Jacke aus. Ja, so fein. Und wenn der Papa fertig ist, dann geht er los. Ah! 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 Ah!
So! Ja, nun war doch wunderschön. Habt ihr schön gemacht. Wunderbar. Ich habe alle terminiert, was rumliegt. Hier liegt noch ein Zapfen. Hier liegt noch ein Zapfen! Faule Bande. Die Kiste ist voll geworden, natürlich. Durch das an. Ey, wow. Eine Riesenkiste voll mit Spielzeug. Das wollen sie nicht mehr. Offensichtlich, weil sie räumt es ja nicht auf. Dann kommt's weg. Einmal im Monat kann man sowas machen. Totaler Tünnef. So was. Durch das mal an. So ein Mini-Apfel. Was soll denn das? Da tritt man dann drauf. Sieht man ja nicht. Ach, was habe ich denn? Nächste, wo ich aufgetreten bin gerade? Ist ein Becher. Von Lego. Ah, ich hasse sowas. Drauftreten. Siehst du doch nicht auf so einen Teppich. Meine Kinder haben den ersten Schock verdaut. So, sitzen schon wieder da und futtern. Ah, lecker, Kaltschale. Kalte Schale. Deswegen muss er in den Kühlschrank. Aber die ist jetzt noch hier im Kühlschrank. Tada. Na, zu! Ah. Ein Pieper. Oh. Wer hat gewonnen? Papa hat gewonnen. Papa ist der Winner. Ah, ja, ja. Einmal Müll. Zweimal Müll. Nein. Ist das Müll? Kein Sound? Kein Sound? Das ist Müll. Oh. Papa Müll. Mann, oh Mann. Bitte schmeiß nichts weg von uns. Nein! Doch, Papa schmeißt alles weg von euch. Alles! Da! 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 So, gleich jetzt runter in den Keller. Dann werde ich euch ein Fahrrad rauskredenzen, rausorganisieren und es euch vorstellen. Das werde ich nämlich nachher dann einstellen und verscherbeln als Nummer 1 von meiner Großen. Jetzt kommt alles raus auf Farbe. Weil, ja, wie gesagt, wie ich schon sagte, ich das reduzieren muss im Keller. Erstens ist es viel zu viel, zweitens ist es viel zu viel und drittens ist es, die Leute kaufen hier nur absolute Schrotträder. Es ist ein Recht, muss ich sagen, also die Mieten unheimlich hoch, aber die Gegend hier, die Leute, die hier wohnen, die haben keine Kohle, weil die Mieten so hoch sind. Ja? Das ist es ja. Und weil sie die Kohle nicht haben, haben sie natürlich nicht das Geld, um dann irgendwie für ein Rad irgendwie 400 Euro auszugeben oder so eine Sache oder 300 Euro oder so. Ja, vielleicht noch so 200 Euro, aber das ist dann auch schon, ja, schnaufen sie schon. Die meisten wollen für ein Rad so wenig wie möglich ausgeben. Hier wird es nämlich, das Zweite, was dann noch dazu kommt, ist nämlich der Grund, hier wird auch noch jedes Rad, was ein bisschen besser aussieht, geklaut. Ja, selbst die Gurken eigentlich, ja, eigentlich muss das nicht mal gut aussehen. Wird einfach alles geklaut und verhökert, weil wir ja so viele Opfer hier haben, die hier rumlaufen. Irgendwie Drohungen und so ein Scheiß, die wollen Geld organisieren. Denn für die, die es noch nicht wissen, wir wohnen im gefährlichsten Stadtteil von Berlin. Berlin-Neukölln, Kreuzberg-Neukölln. Schlimmste auf der Erde, was es gibt. So sagen die anderen hier. Also ich für mich einen Teil muss sagen, das ist recht ruhig hier. Aber... naja, ihr wisst ja, ist Ghetto, ne? Ja, ist natürlich nicht Ghetto, überhaupt nicht. Und fernab vom Ghetto, also die, die sagen, dass das hier ein Ghetto ist, die waren noch nie im Ghetto. Zum Beispiel ich war auch noch nie im Ghetto, kann das ohne behaupten. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da anders ist. Also ganz ehrlich, weil das ist ja hier wirklich nichts. Ich meine, da wird ab und zu mal einer erschossen. Naja, ne, was soll man machen? Oder so. Ist ja nicht so, dass wir hier Drive-by-Shooting haben oder so ein Scheiß, ne? Noch nicht. Und das bleibt hoffentlich auch so. Und solange ist es doch ein recht friedlicher Ort, muss ich sagen. Ja. Wie gesagt, ich bin gleich unten im Keller, bin dann drüben, stelle euch das Rad vor und dann schauen wir mal, was er dazu sagt. Ob ihr das haben wollt oder nicht. Ich setze 50% von meinem Verkaufspreis, setze ich's nicht an, sondern würde ich schön finden, wenn ich das kriegen würde. Weil das, selbst das ist schon unterm Einkauf plus Material. Und schon gar nicht die Arbeitsstunden gerechnet. Deswegen. Das wäre wirklich toll. Aber wir schauen mal. Wir schauen erstmal. Ja? Ich habe eine Zeit lang die Räder recht teuer angekauft und so, weil ich dachte, Mensch, läuft ja wie Bombe oder so. Ja, habe ich gedacht. Aber das war's. Ein Irrtum. Du hast eine Kamera? Ich habe eine Kamera. Ich habe eine Kamera. Die haben keine Kamera.